Verdammt, Roland weiß nicht, wo wir sind. Yo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge, ach, ihr wisst, wie es abläuft. Ich versuche zu erklären, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Schauen wir es irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich bin irgendwie nicht geschaffen, den letzten Inhalt einer Folge zusammenzufassen. Warte, wir haben eine Daune bekommen. Egal, Kampf! Muss mich ablenken. Und wir setzen einfach das hier ein. Manchmal öfter einsetzen. Und zack. Und zack. Kann ich nicht zweimal den gleichen Angriff einsetzen? Nee, anscheinend nicht. Warum nicht? Zack. Langsam werden die Kampf wieder einfacher. Oder ich hab's langsam aus. Und Ron hat ein Level up. Nur so nebenbei. Okay, wo muss ich jetzt hier runter? Ach, hi. Leveln bei Ihnen erstmal auf. Und zwar starker Arm. Geworfene Messer fliegen weiter. Ach, da habe ich schon angefangen. Okay. Simp. Excellent. So, dann gehen wir bei ihm auf Intelligenz. Und Intelligenz. Jetzt auch Intelligenz. Zauberfänger, wenn das beginnt beim nächsten Mal wieder dort. Wo, wie geil ist das denn? was haben wir hier? Illusionsangriff. Halt ja leider. Schön, schön nach. Rechts oder links ändern. Okay. Verstehe ich nicht. Aber werde ich schon verstehen. So, Intelligenz. Weiter nach oben. So. Rising Phoenix! Hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich töte dich jetzt. Ja. Und so passieren die Sachen, die passieren. Nein, gegen dich will ich nicht einsetzen. Nein, gegen dich auch nicht. Gegen dich. Was? Wer hat das gemacht? Warte mal, bevor wir jetzt wieder alle hier. Hilfe! Wo habe ich den verdammten Dingens? Nirgendwo. Guck mal her, Elise. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, das trifft die jetzt auch. Dann müsst ihr jetzt. Jawohl, das hat sie auch geheilt von ihrer Lähmung. Ne, nicht Lähmung. Artsiegel, genau. Zack. Ui, 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 ui. Ach so. Warte mal, Moment, habe ich mir jetzt gerade nur eingebildet? Wie geil. Der Schritt, 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 Schritt. Angriffskopf bekomme ich, genau. Ich hoffe, es gibt hier auch wieder ein paar epische Zweikämpfe. Die Zweikämpfe in der Tales-of-Serie sind immer gut. Und Chaos. So, gleich haben wir alle Level up. Schön. Fertigkeitssiegel. Da werden wahrscheinlich alle Fertigkeiten. Apropos Fertigkeiten. Oh, ihr habt wieder. Kommt, stimmt. Hennenrennen. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn das nur ein Ding kostet. Erhalte 1 TP plus 9 Treffer. Aber ihr ist halt nicht so einfach. Aber na gut. Und sonst nichts. Jetzt schon alle. Und Messer werfen. Wo war das? Starker Arm, genau. Weiter Messer werfen. Und keine Ahnung. Erdschutz.
weil es hier gerade so praktisch wäre. Und schon wieder ein paar Rahmenschwarzfedern. Kann ich mal hier wieder hoch? Nö. Verdammt, hoffentlich war es jetzt nicht ein Fehler, hier runter zu springen. Ich muss sowieso bestimmt noch mal nach oben. Wahrscheinlich konnte ich jetzt hier nur auf der Seite irgendwie ein paar Schätze bekommen. Wenn ich auf einer Seite runtergesprungen wäre, habe ich schon gegen dich gekämpft. Dann hätte ich irgendwie andere Schätze bekommen können und so weiter und so fort. So. Ich möchte mal dich gegen Rowan austauschen. Zack, zack, zack. Jetzt treffe ich dich sogar von hier. Zack, zack. Ey, geh weg. Au. Ach, das Ding ist gar nicht aufgeladen, Mann. Mann, hör auf. Hat sich sein Kampfstil jetzt vollkommen verändert? Mir kommt so vor, als hätte sich sein Kampfstil jetzt auf einmal vollkommen verändert. Also Rowans. Ah ne, hier hätte man so oder so hingekonnt. Okay. Und noch mehr Rahmenschwarzfedern. Und noch mehr Rahmenschwarzfedern. Nö, biegsamer E-Feuer. Okay. So, ich würde jetzt nur gerne die paar Level-Ups bekommen. Zack. Oh. Oder nicht? Doch. Wohl. Schön. Aua. Aua, oh, was so? Ah. Oh nein, Rowan, nein, tu mir das nicht an. Das war hier. Viecher erledigen. Und Trank des Lebens. Wo bist du, Rowan? Komm her. Du kannst dich auch ruhig in den Kreis reinstellen, wenn du willst. Automatischer Zauberschutz? Ja genau, was hat er überhaupt für eine Partnerfähigkeit? Ich habe mich noch gar nicht mit Rowan verbunden, fällt mir gerade auf. Ich habe mich jetzt nur gesteuert. Au, 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 au. Kannst du es wagen? Zack. Und Schwallstrahl. Ach so. Ja doch, das habe ich doch schon mal eingesetzt. Ach, wenn ich alle einsetze, dann werden die auch hier in der Siegerpose vorgestellt. Rowans Partnerfertigkeit, automatischer Zauberschutz. Wenn du Rowan als Partner willst und ein Gegner dich mit einem Geisterart angreift, aktiviert Rowan den Effekt Zauberschutz, um dich automatisch vor den Art zu schützen. Kannst du dich weiter frei. Rowan gibt dir einen Teufel, wenn du gegen Zaubergegner kämpfst. Okay. Das ist gut zu wissen. Vor allem Bosskämpfen. Wenn man einmal irgendwie ein Sackgesicht hier einen Zauber eingesetzt hat, dann kann man sich direkt dagegen schützen. Das ist mal Hammer. Mäßig geil. Und da ist der Truhe. Hallo. Na. Und Lavendel. Werde ich nie benutzen. Ja. Ist halt so. Ich denke irgendwie nie daran, die zu benutzen. Und dann mache ich es auch nie. Jetzt nicht böse gemeint gegen diese Lavendel-Dinger und Basilikum und was weiß ich, aber naja, so jetzt müssen wir wahrscheinlich da hinten lang. Hui. Ja, genau hier. Ja, ich möchte ja nichts verpassen. Ich muss ja alles erkunden. Hallo, geht da nicht? Und oh, hi, Elixier mal 2. Cool. You doing okay there? I'll be fine. Ein schickes Band. Ein Band mit den legendären Dingen. Okay. Ah. Ich mache mich voll nervös.
Ey, wieso ist sie denn jetzt schon wieder? Nee, sie hat. Doch, sie hat Bänder. Na los, komm. Hab ich nur verarscht. Und ihr setzt die ganze Zeit Zauber ein, ne? Warte mal, Elise, komm mal her. Kann ich Dingens einsetzen? Auch wenn du im Arztsiegel bist. Ich hoffe doch. Also sonst haben wir ein Problem. Zack. Oh, und ich glaube, das geht nicht. Verdammt. So. Ich brauche keine Ahnung. Den Erholungsring, oder? Und sie ist sogar da reingelaufen. Gut. So, Mila, du hast auch irgendwas. Komm her. Diese voller hinten. So, ich hätte gern von jedem Level Up heute. Wäre natürlich perfekt, oh. Also, komm her. Schwäche in Erde, gut. Da möchte ich gerne mehr von wie haben. Warum machst du nicht? Verdammt. Man muss ja alle Techniken auswendig kennen. So. Boah, immer um so wenig Punkte. Jude und Mila. Jude liebt Mila. Okay. Kann man hier noch runter? Hier sieht man noch so einen komischen Punkt. Ist der höher oder tiefer? Ne, da bin ich glaube ich schon mal runtergegangen, ne? Das machen wir einfach. Und das war nicht so gut. Aber egal, so tief sind wir nicht runtergefallen, zum Glück. Dann gehen wir nochmal zurück nach oben. Davor leveln wir noch ein bisschen auf. Und dann machen wir schon wieder einen Schnitt. Dann war es das schon wieder für heute. So schnell kann es gehen. Traurig, aber wahr. Ja. Und immer so, wenn ich nicht weiter weiß, was ich sagen soll. Ich gehe mal noch hier oben. Vielleicht ist da noch was. Wenn da ein Monster ist, habe ich nämlich ein Problem. Ohne Truhe. Das bin ich gut mit 3000 Gold. So, dann lernen wir mal noch schnell die Charaktere auf. Kraftpunkte meinetwegen. Das Ding hat noch gefehlt, genau. Schön. Wirbelnder Angriff, genau. Sichere Ladung, verlängert die Erholungszeit nach einem Sprung um 50%. Ja, ich weiß nicht, was ich die Charaktere aufleveln soll. Was versiege ich? Intelligenz und Stärke. Wäre vielleicht nicht so schlecht. So, wir fangen hier eine Verspottung. Immer FP. Dann wie bei Alvin aufleveln, das sehen wir im nächsten Part. Ciao.